Bike24. Wir sind heute in München auf der Outdoor-Messe. Momentan sitze ich am Stand von Triple Two. Neben mir ist der Mattes, der Gründer von Triple Two. Hi. Und Triple Two ist eine sehr eco-freundliche Marke. Richtig. Vielleicht kannst du mir noch erzählen, wie ihr auf den Namen gekommen seid, was es damit auf sich hat und was ihr eigentlich Tolles macht. Genau. Ja, Name ist natürlich, hat eine Geschichte tatsächlich. Als ich angefangen habe, Mountainbike zu fahren, das war Anfang der 90er Jahre, musste ich mit meinen Jungs immer an den Gardasee fahren, weil das war für uns das Bike-Mekka, da wollten wir unbedingt hin. Problem war nur, Trails gab es da halt so schwierige nur, weil mit Hardtail, ohne Federung, alles verblockt und verklotzt, schwierig zu fahren. Bis wir dann irgendwann einen Tipp bekommen haben von einem alteingesessenen italienischen Mountainbike-Guru. Und der hat uns halt einen Trail gezeigt. Und den fanden wir so geil und wir hatten so einen geilen Tag an diesem denkwürdigen Tag, würde ich sagen, dass uns das im Gedächtnis geblieben ist. Und dieser Trail, der hatte einfach die offizielle Nummer 222. Den gibt es immer noch, den kann man immer noch fahren. Also die es wissen wollen, die muss man in der Kompasskarte gucken und können den dann nachfahren. Und das ist sozusagen die Namensgebung für Triple Two. Auf jeden Fall eine coole Story. Ja. Und ihr habt ja jetzt auch eine neue Produktlinie. Genau. Eine ganz besondere. Da hast du ja auch schon was in der Hand. Was hast du mir denn hier mitgebracht? Genau, ich habe hier mitgebracht unser neues Produkt. Eine Mischung aus Merino und Tencel. Merino kennen wahrscheinlich viele. Die Wolle vom Merino-Schaf. Sehr fein, sehr hautfreundlich, super Tragekomfort. Wir mischen es mit dem Tencel. Tencel ist auch ein natürliches Produkt. Es wird eigentlich im Prinzip aus Holz hergestellt. Hat den Vorteil, es ist sich ein bisschen kühler an als eine reine Wolle, ist weicher und was viele nicht wissen, was man dem natürlich auch nicht ansieht, das Produkt ist eigentlich kompostierbar. In 16 Wochen auf dem Kompost weg. Also bis auf den Zipper vielleicht, weil das ist ein Kunststoffteil, aber wir versuchen damit einfach was für die Umwelt zu tun. Cool, und damit seid ihr auch die Ersten auf dem Markt und ich habe das ja auch noch nie gehört und das scheint ja total... Soweit ich weiß schon, ja. Und es ist natürlich jetzt hier mit einem Race-Trikot auch nicht das einzige, was wir in dieser Linie haben. Es gibt noch einige andere. Longsleeve, Kurzarm-Trikot, also eine komplette Produktlinie. Und ich glaube schon, dass wir damit vorne dabei sind, was den grünen Gedanken betrifft. Ja. Okay, und was hat das Trikot jetzt noch für Merkmale? Also zum einen mal natürlich für ein Race-Trikot den typischen durchgehenden Zipper, einen Gummizug unten am Bund, damit es nicht hochrutscht, Reflektorendetails, auch hinten nochmal einen sehr weiten, breiten, durchgehenden Reflektor, dass man also fahr abends los und komme im Dunkeln zurück, habe meine Lampe vergessen, wenigstens gesehen wird. Nochmal eine extra Tasche, wo man auch ein Handy oder einen Schlüssel mal sicher verstauen kann. Oben nochmal Reflektoren. Genau, das sind so die klassischen Trikot-Details und natürlich, aber das Trikot, der Stoff macht's aus. Genau, also die Merino-Wolle, die Geruchsunempfindlichkeit. Genau, und diesen Tragekomfort. Und ich finde, es ist auch gerade was für Leute, die halt mal so einen Wochenendtrip machen, sich in die Wildnis verdrücken, weil das kann man einfach länger tragen, ohne dass es anfängt zu müffeln. Mhm. Riesen Vorteil. Und das ist jetzt ein Herrentrikot? Ihr habt bestimmt auch, als Damen habt ihr das alles auch. Genau, das ist jetzt ein Herrentrikot. Gibt es in drei verschiedenen Farben, für Damen das gleiche, natürlich mit einem Damenschnitt dann, auch in drei verschiedenen Farbkombinationen. Ja, ist glaube ich für jeden was dabei. Sehr gut. Und von diesem Stoff habt ihr dann auch noch andere Produkte außer Trikots? Ja, diese Merino-Tencel-Mischung gibt es auch noch in anderen Varianten. Also wir haben noch eine dickere, eine wärmere Variante, die kommt dann bei uns bei unserem Cup-Hoodie zum Einsatz. Das ist das Hoodie, was eine integrierte Sturmhaube hat. Super für Übergangsjahreszeiten, um einfach geschützt zu sein. Beim Boost-Hoodie auch nochmal. Genau, da kommt es dann auch nochmal zum Einsatz. Ja, super. Klingt sehr gut. Dankeschön für die Vorstellung. Sehr gerne. Und wenn ihr noch Fragen habt zu dem Produkt, schreibt es gerne in die Kommentare. Falls ihr gerne mal den 222-Trail am Gardasee machen wollt, macht den gerne mal. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.